Herr Klein, Sie stellen auf der diesjährigen Control eine QDX-Schnittstelle vor. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Ja, was ist unter der QDX-Schnittstelle zu verstehen? Der VDA hat diverse Normen auf den Markt gebracht, um Daten zwischen Zulieferer und OEMs auszutauschen. Dies gibt es im Logistikumfeld, im Einkaufsumfeld, als auch in der Produktionsumfeld. Neu in diesem ganzen Kontext ist die Schnittstelle, die Qualitätsdaten austauscht. Und das ist das sogenannte QDX-Format. Das heißt, ein OEM sendet Daten an einen Lieferanten, um zum Beispiel einen 8D-Report auszutauschen. Und der befindet sich in einem QDX-File. Dieses QDX-File wird von uns genommen und über genau diese Schnittstelle, die wir jetzt neu entwickelt haben, ausgelesen und automatisch in unserem SAP Quality Issue Management System ein sogenannter Issue angelegt, das heißt eine Reklamation oder Abweichungen, je nach Sprachregelung in der einzelnen Branche. Das ist das, was wir darunter verstehen und was wir neu auf den Markt gebracht haben. Und das wollen wir in einer zweiten Stufe ausbauen in Richtung einer Cloud-Lösung. Und das werden wir dann vermutlich auf der nächsten Control 2018 zeigen. Vielen Dank. Gerne.